und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich will euch heute schauen wir, ob es ein Mega-Mod ist oder nicht. Das wollen wir uns jetzt mal hier genau anschauen. Einen Scania-Mod zeigen, der oder mehr Sachen enthält. Das ist dann der hier. Zack, Ausführung ändern. Also mehr Möglichkeiten jetzt hier enthält, wie wir es hier schon gut erkennen können. Hier ist wirklich ein komplettes Paket mit dabei. Wir sind jetzt zum Beispiel beim Scania G. Dann den Scania G5S in dem Fall. Dann Scania P. Kleine Führerhaus. Dann auch hier lackiert oder dann in dem Fall hier Kunststoffvariante im Grill. Dann den Scania R. Dann hier auch wieder die Variante. Dann G. Dann P. Nochmal. Oder P? Ne, P haben wir schon gehabt, oder? Ach, das ist hier das. Ah, okay, das ist diese Highline-Variante. Okay. Highline, dann Scania R, klar. Der Topline und dann hier auch die Topline-Variante. Was wir hier gleich gut erkennen können, natürlich ohne Spoiler, den ihr hier. Moment. Und zack. Hier natürlich dann wieder mit anbauen könnt hier. Ne? Als Low-Variante oder Original mit verbreitertem Spoiler. So. Und so, sieht doch ganz cool aus. Und natürlich massig an Anbaupunkten. Also ich habe da wirklich komplett alle Chassis-Fahrerhaus-Varianten hier in diesem Paket enthalten. Finde ich ganz cool. Da gibt es natürlich auch hier wieder, schauen wir hier mal, gibt es auch noch einen größeren Tank mit dabei. Hier kann man es gut erkennen. Also wir haben hier 1500 Liter und dann haben wir hier bloß 700 Liter oder 800 Liter, 1000 Liter. Das wird hier dementsprechend angepasst. Das sieht ganz cool aus, weil jetzt hat man hier, der Tank ist auch ein bisschen kleiner geworden. Seht ihr hier? Also das ist schon mal nicht schlecht hier. Also das ist echt cool. Ist cool gemacht. Und natürlich halt die ganzen Chassis-Varianten von bis. Und dann halt so. Na, das sieht auch richtig gut aus. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir nehmen aber natürlich die volle Variante 1400 Liter. Das reicht uns aber auch hier. Ich bleibe mal beim Scania R. Ihr könnt ja dann dementsprechend auch mal schauen, was noch so alles enthalten ist. Motorisierung von bis, klar, 37 V8, alles mit dabei. Getriebe dann hier dasselbe. Interieur Standard. Auch also hier die Varianten, die alten, ne? Ist alles noch mit dabei. So, Skins. Was haben wir denn alles? Natürlich die ganzen lackierten oder Metallic-Lackierungen mit dabei. Und sonst wirklich alle Farben eigentlich hier mit dabei. Ne? Sieht schon cool aus. Kommen wir mal zu den Anbaupunkten. Also das war unser Spoiler, den können wir gleich mal weglassen. Schauen wir mal, das sind hier die Hörnchen, gibt es ganz viele. Es ist wirklich so viel, dass es der Ladevorgang beim Auswählen der Accessoires natürlich jetzt hier ein bisschen stockt. Das ist ganz klar. Dass aber da gleich schon mal Bescheid wisst. Weil es ist wirklich, dass hier viel enthalten. Also es ist wirklich viel mit dabei. Dann haben wir hier noch Dachklima, Standklima, wie auch immer, lackiert. Ich mag die Lackierten eigentlich nicht so, ich mag lieber die Original, die denen gefallen mir ein bisschen besser. Aber, naja, wir nehmen jetzt trotzdem mal die Waeco-Klima und dann sehen wir schon die normalen Rundumleuchten. Dann habt ihr hier schon mal Anbauteile, so Lampenbügel mit dabei. Das ist dann der Originale in Chrom. Weil dieses Weiß da, das gefällt mir nicht so. Ich sehe schon, wir müssen ein bisschen mehr Zeit hier mitnehmen. Das sind jetzt alle drei gleich nochmal. Bloß halt in dem Fall in der lackierten Variante. Hier haben wir es nochmal in Chrom. Hier gibt es nochmal welche. Die sind ein bisschen höher gelegt hier. Und ich habe sogar bloß noch Slots only. Geht natürlich genauso. Ne? Wenn er sagt, oh nee, will kein Bügel, dann nehme ich nur die Slots. Funktioniert hier natürlich ganz genauso. So. Den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht hier. Aber ich glaube, ich mag den lieber in Chrom. Schauen wir mal, wo er dabei ist. War er hier mit dabei? Ja, da ist er. Den will ich jetzt hier auch nutzen. Nutzt natürlich Add-ons, weil Add-ons sind hier nämlich nicht enthalten. Da müsst ihr euch dann dementsprechend organisieren. Das bedeutet, in der Beschreibung findet ihr natürlich die 50k Add-ons und natürlich die von Paracasi, falls ihr da noch was benötigt oder braucht. So, was hier noch genau hinterlegt ist, weiß ich noch nicht so ganz genau. Muss man dann später mal schauen, was der Punkt hier ist. Vielleicht sind unten die Lampen drunter, ne?
So, hier, dann geht es hier gleich weiter. Das ist aber Interieur, ne? Das sieht man jetzt hier nicht. Das müssen wir mal weglassen. Kunststoff oder lackierte Außenspiegel. Auch lackiert hier. Ach ja, das ist hier. Oh, so viele Punkte, da muss man genau gucken hier, ne, wo was ist. Das ist schon echt nicht wenig hier. Also ihr seht, anhand der ganzen Punkte hier, das ist wirklich schon viel jetzt hier, ne? So. Weiß man gar nicht genau, wo man anfangen soll und wo es dann wieder aufhört. Also Flak-DLC funktioniert anscheinend auch. Das ist doch schon mal was, wenn die ganzen DLCs hier funktionieren, ne? Was haben wir hier noch? Kunststoff? Was ist das wieder? Ich glaube, das ist im Interieur noch drin. Alter Verwalter. Außenspiegel, ja, original und lackiert. Ich sehe schon, dass DLC Mighty Griffin funktioniert hier natürlich auch. Das ist doch schon mal was. Ja, das ist ja mal lackiert. Aber wie gesagt, ihr müsst ja wirklich ein bisschen Zeit mitnehmen. Das ist wirklich sehr, sehr viel hier, was ihr hier an Anbaupunkten habt. Dass ihr das hier alles irgendwie auf die Reihe kriegt. Das sind die Bügel, die brauche ich euch nicht zeigen, die kennt ihr ja alle selber. Das ist hier hinten schon wieder Chrom. Okay, das lassen wir auch weg. Ich will nämlich eigentlich hier vorne erstmal die Anbaupunkte finden hier. Beziehungsweise schauen, was hier noch alles da ist. Original. Ne, das bleibt auch so. Genauso wie hier. Lackiert ist dann die ganzen Bügel jetzt nochmal. Gibt es lackierten. Originalen und den Chrom gibt es auch noch einen. Weil dieses Weiß hier, das sieht ja komisch aus. Nehmen wir mal den lackierten. Der sieht doch ganz hübsch aus. Und habt ihr hier natürlich auch noch die Möglichkeit, euch Lampen dran zu bauen. So. Das reicht mir auch schon. Dann, was haben wir hier noch? Ich glaube, die ganzen Kennzeichen, verschiedene Varianten, das sind alles jetzt hier, sind russisch hinterlegt. Schauen wir mal. Ja, alles komplett, das lassen wir aber weg. Vielleicht wird dann hier das Original STS mit hinterlegt, aber das müssen wir uns dann nochmal anschauen. So. Ihr habt dann dementsprechend für die Scania-Variante die passenden Scheinwerfer von 2004 bis Streamline. Alles mit dabei. Nehmen wir den von 2009. So, dann ist auch schon gut. Hier haben wir dann noch die Lampen unten drin. Die werden jetzt hier angezeigt. Muss ich mal schnell schauen. Original. Und High Beam. Nehmen wir die Originalen. Was haben wir hier noch? Original. Haben wir hier auch noch was hinterlegt? Ich weiß gar nicht genau, was das sein soll. Ach, hier ist das. Ach, hier sind bestimmt andere Mudflaps mit dabei. Schmutzfänger, aber die lassen wir jetzt hier auch mal weg. High Beam. Sind auch noch mal ein paar Strahler hier hinzugekommen jetzt hier. Original oder lackiert. Das lassen wir so, das ist nämlich die Blende, dieser Schutz. Ah, haben wir so Lollis, die sind entweder lackiert oder chrom hier. Das ist, aber ich lasse mal lackiert. Das ist auch vom Mighty Griffin DLC, finde ich auch ganz cool, dass das hier funktioniert. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Lackiert. Was ist dann das? Ach, sind die Außenspiegel. Halt, die lassen wir jetzt einfach mal so. So, was kommt hier jetzt noch mit dazu? Ah, okay. Diese Streifen kennt man ja, diese Reflexionsstreifen. Gibt es ja in verschiedener Ausführung hier. Versetzt auch ein bisschen. Wie man es halt aufklebt, na, sagen wir es mal so. Wäre es natürlich cool, wenn die auch wirklich reflektieren würden, aber da glaube ich, sind wir noch ein bisschen weit von entfernt. Ja, da geht es jetzt hier mehr um die Plastikteile, ne? Chrom. Nicht Plastik oder lackiert. Hier ist dasselbe, das will ich jetzt mal gar nicht anklicken. Jetzt hier mal um die Feinheiten kümmern. Ja, das ist das gleiche nochmal. Und hier dann wahrscheinlich dasselbe. Genau. Aber es sind wirklich sehr. Was haben wir hier noch? Hier zieht es mit 10 FPS ab. Aber was das genau sein wird, weiß ich noch nicht. Ich
Muss ich mal schauen nochmal. Jetzt klicken wir es nochmal an. Ach, guck mal, hier sieht man den Motor jetzt. Ah, okay. Ja, dann schauen wir doch mal dann hier. Das ist auch von Mighty Griffin. Chassisabdeckung gibt es hier verschiedene Varianten. Aber das lasse ich jetzt auch mal weg. Was ich ganz cool finde hier mit der Klima, die geht dann hier rein. Sieht auch ganz cool aus. Oder Standheizung eher. Dann haben wir hier noch die Verkleidung. Original. Schauen wir mal, was das genau hier ist. Verändert sich. Ach, jetzt kommt die Verkleidung. Oh, hier ist ja massig viel an Anbaupunkten hinterlegt hier. Ah, die kann man so lassen, ist eigentlich wurscht. Sei. Ja, rein zum Testen hier mal. Aber das ist schon mal cool, dass man das hier alles nutzen kann. Hier auch vom Mighty Griffin. Dann hat man ein bisschen was zu basteln hier. Das ist doch ganz gut. Aber Rücklöcher, die bleiben anscheinend so. Weil ich bin eigentlich hier kein Streamline. Da muss man nochmal gucken hier. Jetzt sind wir bei den richtigen Scheinwerfern hier. Da müsst ihr ein bisschen die Kamera ein bisschen drehen, damit ihr dann zu den jeweiligen Anbaupunkten kommt. Ne? So, weil das sind jetzt hier die Originallichter hier, sonst passt es ja nicht überein hier. Dann hier lackiert, Kunststoff, klar. Oder ihr lasst die sogar weg, wenn es geht, weiß ich nicht. Oder Original. Ah, das ist die flache Variante. Genau, da ist er. Ne, das ist auch lackiert, oder? Schauen wir mal. Ach, das ist der untere Teil. Oh, hier ist so viel Kunststoff und lackiert. Ja, das ist schon nicht wenig hier. Das ist schon hinterlegt. Das war es von Mighty Griffin. Kennt ihr ja? Habt ihr ja gerade gesehen. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Das ist Plastik, Chrom. Kann man hier noch raussuchen. Das waren die Tankzubehör. Genau. Oder Chrom. Chrom, die sind meistens Chrom, die Teile. Wenn man sich das hier so anschaut, bezieht sich das alles sehr viel aufs Interieur. Auch da müssen wir nochmal genauer nachschauen. Was das jetzt genau ist, weiß ich noch nicht. Ach, hier sind rote Lampen jetzt da. Jetzt kann man sehen hier. Da. Okay. Gut, das sieht auch schon mal gut aus. Und ansonsten gehen wir hier mal ins Interieur rein. Was wir jetzt hier alles mit dabei haben. Navi, cool. Rechts, links. Finde ich ganz stark. Hier natürlich sämtliche ja, Varianten. Hier gibt es sogar noch welche anderen. Schauen wir, was das hier noch ist alles. Ich nehme das mal von Mighty Griffin. Ach, hier draußen haben wir übrigens noch das. Habe ich ganz vergessen. Guck mal an. Die Sonnenblende, weil wir haben ja kein Streamline, logisch. Sondern. Müssen wir jetzt mal schauen. Ist jetzt hier weiß hinterlegt? Müssen wir schauen. Vielleicht sind da auch gelbe mit dabei. Ja, siehst du hier? Orange. Da sind welche mit dabei. Streamline. Muss ein bisschen durchgucken hier. Wir haben ja kein Streamline. Aber sieht zumindest ganz cool aus. Aber die haben mir gefallen, ja, diese mit dieser Düsenblende hier. War das der? Ja, oder eine Chromleiste ist das hier, oder ne? Schauen wir jetzt nochmal im Interieur rein, da sieht man es vielleicht noch ein bisschen. Ja, alles so chrom oder durchsichtig, auch immer ist erwascht. So, Kabinen-DLC könnte man meinen, klappt auch. Da will ich aber gar nicht weiter drauf eingehen hier, auf das zumindest. Hier mal diese Teile hier, die funktionieren auch. Das ist Original. Steinschlagschutz. Das bleibt Lenkrad. Gibt es auch viele Varianten hier. Natürlich, ich mag das, ich mag das Holz. Ich kenne es von früher aus den aus den 90ern, da war das einfach original, dieses Wurzelholz hier. Hier mit Knüppel, mit Schaltknüppel. Das sind unten hier die Pedale, ne? Hier kann man es leicht erkennen. Das kann man dann hier tauschen, finde ich ganz cool, den lasse ich jetzt. Kann man aber tauschen, hat man hier praktisch ja, Automatik halt, ne? Dann kommt der wieder weg hier, aber den will ich da lassen, der gefällt mir. Schwarz, was haben wir hier noch? Tisch, oder halt den von Kabinen-DLC. Wir nehmen jetzt mal den, wenn der schon hier mit dabei ist. Tasse, wir brauchen eine Tasse. Vielleicht ein bisschen Klimbim. Das reicht schon.
Was haben wir hier noch? Original Kaffeemaschine. Plastik. Ach, jetzt, also wie schon gesagt, hier drin wird auch, verändert sich viel. Sieht er hier schon? Auch die Sitze hier variabel zu verändern. Auch die V8-Sitze. Streamline-Sitze. Das ist doch schon mal richtig cool hier, ne? Das Bett. Jetzt weißt du, wo die ganzen Anbaupunkte kommen, die man von außen sieht. Es bezieht sich wirklich viel aufs, ja, das Interieur hier, ne? Hier das Bett. Ganz cool, das ist ja die Klima von außen, ne? Habt ihr ja gesehen. Was haben wir hier noch? Nicht, dass wir irgendwas vergessen hier. Ach, hier haben wir auch noch so ein Schutzglas. Original. Haben wir auch noch, da muss man alles ein bisschen durchklicken hier, ne? Dass man nichts vergisst. Kunststoff. Ja, sieht, glaube ich, schon mal ganz gut aus bis jetzt. Ich glaube, dass ich nichts vergessen habe, aber es ist wirklich so viel, dass man wirklich genau schauen muss hier, dass man nichts vergisst. Von außen kann man das hoffentlich alles sehen. Das funktioniert natürlich auch alles hier. Erste Sahne. Wir schauen jetzt mal ein bisschen zurück. Gehen wir mal die G-Normal-Variante. Das ist ganz cool. Das bleibt, also alles, was man so getuned hat, bleibt eigentlich so theoretisch gleich. Und hier natürlich dann auch wieder mit Spoiler. Funktioniert hier nach wie vor. Das finde ich ganz cool. Auch in der, ja, in der großen Variante, ne? Das sieht dann auch dann dementsprechend auch ganz cool aus. Natürlich auch wieder mit Bügel. Da ist er. Also es funktioniert hier auch alles ohne Probleme. Und das könnt ihr dann machen bis zum 5S, bis runter bis zum Scania G oder zum Highline vom Scania P. Da ist hier alles wieder mit dabei. So, dann wieder die Spoiler dazu. Und sieht auf alle Fälle ganz cool aus hier, ne? Also so in dieser Variante kennen wir es ja nicht, dass wir alles in einem Paket haben, und das ist echt stark, macht echt Fun. So, wir sind im Interieur drin, jetzt schauen wir mal, draußen regnet es noch, habe ich auch schon ausgeschaltet. Jetzt passt mal auf, hier haben wir ein paar Töne mit dabei. Ein bisschen Sound ist mit dabei. Alles soweit ganz gut. Scheibenwischer funktionieren. Läuft alles soweit, ne? Und er sieht wirklich gut aus. Also kann man echt nicht meckern. Ich schätze mal, das Trailerkabel wird nicht funktionieren. Ne, das bezweifle ich. Aber ansonsten sieht er ganz cool aus. So, dann schauen wir das Licht. Sieht soweit auch ganz gut aus. Blinker sind jetzt hier ein bisschen orange von der Textur, aber da schauen wir es gleich mal, ob die auch funktionieren. Die Lollis leuchten auch mit und die Blinker funktionieren auch, aber ich weiß nicht, ob es an der Textur liegt. Damit es ein bisschen so rötlich ist, aber ansonsten, ja. Die Materie funktioniert ja auch alles. Kommen wir mal zum Fazit zu diesem, ja, ich könnte eigentlich schon sagen Mega-Mod, ne? Weil ihr habt ja wirklich alle LKW-Varianten inklusive, was diese Baureihe zumindest betrifft, ne? Lass mal den Next Generation, lass mal logischerweise weg jetzt hier, vom Scania G bis P bis den Scania R, den Streamline, hier ist wirklich alles mit hinterlegt, vom Highline bis Topline,
bis kleines, bis zu diese kleinen Führerhausvarianten, ist wirklich alles mit dabei, auch vom Chassis, alles mit dabei. Kabin-DLC funktioniert, Mighty Griffin funktioniert, ihr habt FLAC-DLC draußen, funktioniert genauso. Im Mittelrohr könnt ihr ein bisschen was abändern, hier Tisch reinbauen und alles Mögliche ändern. Hier oben Dachklima mit dabei, alles am Start. Das Einzige, was nicht funktioniert, sind die Trailerkabel. Hier kann man es nochmal gut erkennen. Die funktionieren nicht. Aber ansonsten läuft die Kiste wie erste Sahne. Ne? Und ihr habt wirklich enorm viele Anbauteile an dem LKW. Also da nimmt auf alle Fälle ein bisschen Zeit mit, um euch hier den LKW ein bisschen zusammenzustellen, nach euren Wünschen natürlich. Aber hier habt ihr jetzt wirklich alle Wünsche offen. Ne? Also ihr könnt wirklich basteln, basteln, basteln. Was halt nicht funktioniert, ist das Kennzeichen vorne. Das funktioniert noch nicht so ganz. Ihr habt jetzt von außen auch nicht so viele Anbaumöglichkeiten, außer oben mal halt diesen Lampenbügel in Chrom, ja, in so einem unlackierten und halt natürlich in der lackierten Variante. Aber ansonsten habt ihr viel Plastik und Chromteile hier zur Verfügung. Könnt ihr da ein bisschen was machen, ne? Oder was umbauen. Ansonsten, ja, läuft der Mod wirklich auf der 1.33 ohne Probleme, ne? Läuft, 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 läuft. Ich würde sagen, ihr habt jetzt immer so weit alles gesehen. Falls ihr Fragen dazu habt, einfach kommentieren. Und ansonsten wünsche ich euch wirklich viel, viel Spaß mit diesem Scania-Mod jetzt hier zum Jahresende. Da könnt ihr heute Nachmittag nochmal richtig schön friemeln. Und beziehungsweise heute Vormittag, Mittag könnt ihr schon mal anfangen und euch das alles ein bisschen zusammenstellen. Auch vom Interieur hier habt ihr wirklich alle Varianten oder alle Sachen sind hier offen. Na? Da könnt ihr wirklich alles basteln. Gut, dann würde ich sagen, lasst einen fetten Daumen dafür da, weil echt eine Menge Arbeit anscheinend drin steckt hier. Und dann würde ich sagen, wie immer, allzeit gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao. Das geht nicht, das geht nicht, das müssen wir noch mitnehmen, ja. Das geht nicht.